Ja, hier unten rechts an dem runden Ding wieder schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Zurzeit geht es wirklich nur noch um eins, eine einzige Sache. Stefan Homburg, Klaus Köhnlein, Stefan Hockerts, bitte unterstützt alle Wir 2020, Bodo Schiffmann. Wir haben jetzt die Chance, wir haben ein Potenzial. Die 20 Reformen der Next Scientists for Future haben ein Potenzial von 56%. Davon dürfte man bei der Bundestagswahl vielleicht 15% realisieren können, jetzt auf die Schnelle. Und dann geht es ums Mitregieren und nicht hier und dann hier. Mitregieren statt rumreden ist jetzt das Motto und muss das Motto sein. Alle Corona-Nachdenklichen jetzt mitregieren mit Wir 2020, Bodo Schiffmann. Alles andere ist Zeitvergeudung. Ja, nochmal ganz deutlich zu sagen. Unten in der Infobox als Link 2 und 3 finden Sie die zwei wichtigsten Sendungen dazu, nämlich den Beginn der Gespräche zwischen nextscientistforfuture.de und dem gerade entstehenden Landesverband Hamburg von Wir 2020 über die Gesundheitsreform. Und was ist jetzt aber der Kern? Was ist sozusagen das Tagesbild noch ganz kurz? Stimmt das denn so? Vielleicht ein bisschen tiefer vielleicht? Ja, so vielleicht, ja. Was ist denn eigentlich das, was von dem ganzen vielen Wissen, was die 23 Professoren, Doktoren und so weiter des Weltrates und der Next Scientists for Future, was die so bringen, was muss man wissen davon? Eigentlich nur, dass wir irgendwann den freien Markt und die freie Arbeitsteilung erfunden haben und dass dann vorteilbringende Irrtümer angefangen haben, unser Leben zu zerstören, Kriege zu provozieren und so weiter. Und vorteilbringende Irrtümer funktionieren immer so nach dem Prinzip, ja, hier ist ein professionell Tätiger, der lebt in der Wahrheit. Und durch die Wahrheit kann man keinen besonderen Verkauf fördern, man kann keinen besonderen Umsatz machen und so weiter, weil man die Menschen ja letztendlich nicht manipuliert dazu, sozusagen mehr kaufen zu müssen, mehr zu brauchen, mehr Mitarbeiter bewilligen zu müssen und so weiter, ja. Also während man hier nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es zu sich irrenden Menschen kommen und wenn diese sich irrenden Menschen uns mit vorteilbringenden Irrtümern, also diese Irrtümer sich als vorteilbringend erweisen, und diese Irrtümer zum Beispiel Manipulationen oder eben Irrtümer darstellen, die uns dazu bringen, mehr zu kaufen, mehr zu shoppen, konsumsüchtiger zu werden oder mehr durch eine Minderleistung zum Beispiel der Behörde, also zum Beispiel dadurch, dass das Arbeitsamt sozusagen keine Leistung bringt, Arbeitslose in Arbeit zu bringen. Dadurch werden mehr Mitarbeiter bewilligt und man kann Vorgesetzter dieser Mitarbeiter werden. Wenn Polizisten Polizeiphilosophien im Kopf haben, also vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, aufgrund derer sie nicht mehr wirksam gegen Verbrecher vorgehen und Verbrechertum nicht reduzieren, sondern eher vergrößern, dann bewilligt die Gesellschaft mehr Polizisten und man kann Vorgesetzter werden. Also immer ist die Geschichte die gleiche, ja, dass die Irrtümer, die die Gesellschaft schädigen, führen zu mehr individuellen Erfolgen für den Einzelnen und das
nur unter den Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Dadurch können solche Leute, die sich irren und deren Irrtümer sich dann als vorteilbringende Irrtümer erwiesen haben, können hier eins, zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren und werden zum Beispiel die Vorfahren von Drosten, Wieler und Lauterbach und so weiter. Das heißt also, wir sind alle überschwemmt von diesen vorteilbringenden Irrtümern und müssen jetzt in allen gesellschaftlichen Systemen sozusagen hier positive Anreize setzen, damit wieder die Wahrheitsorientierten mehr Kinder kriegen und sich verbreiten und ihre Ideen sich ausbreiten und die Irrtumsträger sozusagen an die Stelle der Aussterbensposition rücken und ihre Irrtümer so schnell wie möglich wieder verschwinden, sozusagen. Und dann haben wir ein funktionierendes Gesellschaftssystem, in dem in allen Bereichen sozusagen wieder Wahrheiten sich als vorteilbringend erweisen und diese positiven Anreize, die kann man setzen auf verschiedensten Wegen. Im Gesundheitswesen haben wir über Budgetierungsmodelle gesprochen, wir haben über Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten gesprochen, die also dann die positiven Anreize darstellen, sodass also nur belohnt wird, wer wirklich Gutes für die Bevölkerung tut und der mit Wahrheiten uns alle unser Leben tatsächlich verbessert, anstatt das zu beschädigen, um uns dann mehr verkaufen zu können und so weiter. Also das heißt, wir haben hier eigentlich müssen wir alle nur lernen, mit dem Begriff vorteilbringende Irrtümer zu sprechen. Und dann können wir ganz Deutschland total sanieren. Und das kann dann eben auch die Partei Wir 2020 machen, da sie ja jetzt schon den ersten guten Kontakt hatte. Und wie gesagt, in der Infobox findet man die zwei wichtigsten Sendungen, die erste war die vom Corona-Ausschuss, Termin 12 ab 1 Stunde 47:22, wo man also sozusagen, worüber auch dann die Partei Wir 2020, die Next Scientists for Future.de, kennengelernt hat. Und dann das zweite ist die ersten Gespräche über die Gesundheitsreform und das muss man gesehen haben. Und dann muss man nur noch eins machen, nur noch eine einzige Sache machen. Unterstützen, unterstützen, unterstützen. Denn wenn jetzt die Leute sich mit was anderem beschäftigen, dann ist das Zeitvergeudung. Das ist nämlich jetzt ist unsere Großchance da, Deutschland mitzuregieren und Deutschland zentral zu beeinflussen und alles Schädliche endlich zu beenden. Durch das Verständnis der vorteilbringenden Irrtümer in der Evolution unserer Gesellschaft. Ja, und wir müssen jetzt eine positive Evolutionsrichtung durch positive Anreize erzeugen. Und jetzt heißt es also mitregieren statt rumreden. Also Schluss hier, liebe Professoren Homburg und Hockerts und Dr. Köhnlein, alles Schluss mit dem Grummgerede, nur noch Wir 2020 Bodo Schiffmann unterstützen und dann mitregieren. Fertig aus, nur noch darüber reden, darüber diskutieren, ja, sonst haben wir keine Chance. So, dann geht es also darum, noch einmal ein kurzer Nachtrag bei den Kurznachrichten über, wir hatten ja auch noch ein anderes Modell. Wir haben ja über Budgetierungsmodell gesprochen, über Wohlfühlstimme. Reden wir noch mal ganz kurz über ein anderes Modell. Wir hatten früher auch das Konzept der sogenannten AOK Aldi Bayer Wellness-Konzerne oder Wellness-Tarife. Wellness-Tarife heißt es eigentlich, AOK Aldi Bayer Wellness-Tarife. Das heißt, da würde dann die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler sozusagen die
die sozusagen die Vertreter aller großen Konzerne und Versicherungen zu sich rufen, dann würden sich sozusagen Partnerschaften bilden. AOK, Aldi, Bayer als ein Pharmakonzernvertreter, der sozusagen ja dann auch als Großapotheker auftreten könnte, und so weiter. Und dann kauft man nicht mehr eine Krankenversicherung, sondern einen Wellness-Tarif. Da ist dann also sozusagen auf der Krankenversicherungseinkaufskarte also auch ein Guthaben für Essenseinkäufe da, und Aldi gibt dann eben die gesünderen Produkte billiger für die Kartenkunden sozusagen, für die AOK, Aldi, Bayer, Wellness-Tarifkunden, sodass dann die Menschen gelenkt werden in Richtung der gesünderen, preiswerteren Produkte, preiswerteren Produkte, und sozusagen Aldi, also von den Geldern, die bei der AOK sind, verbleiben ja dann am meisten bei der AOK, sozusagen, wenn die Leute nicht mehr krank werden, weil Aldi die Kunden besser ernährt und Bayer eine bessere pharmazeutische und gesundheitsförderungskursorientierte Versorgung dieser Kunden macht. Und dann ist es so, dann verbleibt Geld in der AOK, das eingespart wird. Und dieses Geld wird dann sozusagen an die hier verteilt und auch an die Ärzte. Die Ärzte würden in diesem Modell zum Beispiel, würden die Ärzte eher angestellt bei diesem AOK, Aldi, Bayer, Wellness sozusagen. Da wären dann die Ärzte sozusagen zuständig eben für ganz große Healthy Lifestyle Clubs sozusagen dieser Versicherung, und dann wären das verschiedene Teams mit verschiedenen Clubs und so weiter, und dann sorgen natürlich die Teams dafür, dass sie wirklich nur gute Leute drin behalten und die ineffizienten Leute verabschieden als Teamkollegen sozusagen. Und dann würde das Ganze hier auf Gesundheitsförderung rauslaufen, und alle kriegen nur dann am meisten Geld, wenn in der AOK am meisten Gelder eingespart werden. Und diese Gelder werden dann verteilt auf diese verschiedenen, auch auf Aldi und auf Bayer und auf die Ärzte-Teams, auf die Hausärzte, Gesundheitsteams und so weiter. Also nochmal ein anderes Modell, was allerdings sozusagen jetzt das Modell mit der Wohlfühlstimme und mit den Budgetierungen ist so, dass dann ja quasi jede Krankenversicherung für jedes Hausärzte- oder Hausarztersatzteam sozusagen ein eigenes Konto anlegen muss in der Krankenversicherung, weil die Leute ja gemischt sind von den Krankenversicherungen her. Während das zum Beispiel jetzt bedeuten würde, dass es dann so ein bisschen monokulturell wäre. Also da ist mir sozusagen, weil dann ja quasi nur in einem Viertel alle AOK-Kunden dann zu diesem Hausärzteteam gehen könnten, da gefällt mir dann doch besser die Lösung mit dem gemischten Publikum, weil dann ja alle Nachbarn miteinander gemeinsam in einen Haus Healthy Lifestyle Club eines Hausarztteams sozusagen gehen können, und dadurch dann das Sozialleben noch mal mehr befördert wird, als wenn da gewisse Trennungen reinlaufen und so weiter. Ja, also denn bei AOK, Aldi, Bayer, Wellness ist die Frage, ja, sind dann die Ärzte wirklich nur noch Angestellte der Krankenversicherung? Ja, ist zu überlegen. Ja, also von daher, also man sieht, es gibt aber eben verschiedene Wege nach Rom, und eigentlich liegt es nicht darin, fertige Konzepte vorzulegen, sondern das ist ein Handwerk, das man nach 40 Jahren Wissenschaft
gelernt hat und kann sozusagen, man braucht so ungefähr mindestens 40 Jahre Wissenschaftserfahrung, bis man ein Gefühl dafür hat, wie man also an Systemen so lange rumfeilt, wie an einem Kunstwerk, an einer Statue, an dem man so lange rumfeilt, bis sie in Schönheit erstrahlt. Und jemand, der eben nicht 40 Jahre Wissenschaftserfahrung hat, und zwar richtige Wissenschaftserfahrung hat, also naturwissenschaftliche Wissenschaftserfahrung auch dabei hat, dem fehlt also das Gefühl dafür, richtig wirklich ein perfektes Kunstwerk entstehen zu lassen, wo die richtigen Anreize an den richtigen Stellen sitzen und so weiter. Und von daher ist also sozusagen das eher ein naturwissenschaftliches Handwerk, Gesellschaften richtig zu einem Kunstwerk zu machen. Und wer das nicht kann, richtet mehr Schaden als Nutzen. Ja? Der macht dann die ganze Statue kaputt am Ende. Schluck Wasser. Ja, dann war eine Sendung im Arte, wo es auch um die spätrömische Dekadenz ging. Ja, das ist ja der Punkt. Befindet sich Deutschland oder Europa schon im Zustand der spätrömischen Dekadenz, die vielleicht schon unaufhaltsam ist? Ja, warum machen wir im Moment keine Sendungen in Englisch, sondern nur in Deutsch? Ja, weil eben jetzt uns die Partei Wir 2020, Bodo Schiffmann, weil das uns jetzt die Hoffnung gegeben hat, dieser in Gründung befindlicher Landesverband Hamburg uns die große Hoffnung gegeben hat, dass die Partei Wir 2020 die Gesamtwende in Deutschland und dann auch in Europa und im Rest der Welt dann nach und nach die Gesamtwende für alles bringen könnte. Und dafür wurde ja vorübergehend, weil wir uns jetzt nur darauf konzentrieren, wurde vorübergehend das Angebot an Fridays for Future für den Kohlestopp 2026 ausgesetzt, vorübergehend auf Pause geschaltet, vorübergehend nicht mehr gültig sozusagen, bis auf Weiteres nicht mehr gültig, weil eben wir ja nur einen guten Partner brauchen, mit dem wir dann Deutschland verändern können, ja, und so lange setzen wir alles auf die Karte Wir 2020 und das sollten Sie als Zuschauer auch tun. Sie sollten alles tun, um jetzt dieses Projekt Wir 2020 mit Spitzenkandidat Bodo Schiffmann, hoffentlich Spitzenkandidat Bodo Schiffmann, denn wir brauchen ihn als prominente Persönlichkeit und mit den Politikberatern nextscientistsforfuture.de vom Weltrat. Das wäre das Gewinnerteam jetzt, das uns langfristig bis zu 56% bringen kann, und jetzt vielleicht im ersten Anlauf eine Koalitionspartnerschaft als Juniorpartner in der nächsten Koalition mit 15% bringen kann. Ja? Und alles andere ist nur Zeitvergeudung. Ne? Ja, dann muss ich noch mal kurz ein Beispiel machen. Gehen wir noch einmal zurück. Ich will auch mal zeigen, dass vorteilbringende Irrtümer nicht nur wie bei Corona Gefährlichkeitsüberschätzungen sein, sondern paradoxerweise auch Gefährlichkeitsunterschätzungen auch vorteilbringende Irrtümer sein können. Denn zum Beispiel, ich mache ein Beispiel. Wenn Baufirmen also Häuser verkaufen wollen in Risikogebieten, ja, in Gebieten, wo eigentlich Tsunamis drohen, dann haben wir hier den wahrheitsorientierten die wahrheitsorientierte Baufirma und die sagt, naja, sie sollten vielleicht unser Haus nicht kaufen und wir sollten die Häuser dort auch gar nicht bauen, denn hier ist Erdbebengefahr, hier ist Vulkangefahr, hier ist Tsunamigefahr, ja, und das können wir den Leuten nicht antun. Ja, das sind die wahrheitsorientierten. Die machen aber unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung kein Geschäft.
Denen fehlt also sozusagen, in denen entgeht sozusagen dieses etwas schmutzige Geschäft sozusagen. Und sie gehen deswegen pleite, weil sie im Wettbewerb nicht überleben können gegen diejenigen, die sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion irren und eben sagen, nein, also diese Tsunami-Gefahr ist völlig unbedeutend und das wird völlig übertrieben, das stimmt überhaupt nicht. Und das Erdbeben, da kommen auch keine Erdbeben und da kommen auch keine, man könnte jetzt auch sa keine sagen, keine Feuer, da kommen keine Feuersbrünste, die das Haus gefährden und da kommen auch keine Vulkanausbrüche und so weiter. Und die das wirklich glauben und dadurch kaufen sie dann den billigen Baugrund, können dann billig die Häuser dahinstellen, können sie gut verkaufen, weil sie ja den Kunden verschweigen, welche Risiken damit tatsächlich verbunden sind. Und dann haben wir plötzlich viele Tsunami-Tote, viele Erdbebentote, viele Vulkantote und viele Feuersbrunsttote, ja? Weil eben die Risiken verschwiegen werden, weil nämlich die sich irrenden Baufirmen selber ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer glauben und sie für Wahrheiten halten. Und diese Firmen können wieder mehr Kinder ernähren, mehr Enkelkinder und können sich ausbreiten und werden die Vorfahren der heutigen erfolgreichen Baufirmen. Und so haben wir also bei Corona hatten wir es also mit Gefährlichkeitsüberschätzung zu tun, weil man in der Medizin mehr Impfungen und Tests verkaufen kann, wenn die Leute mehr Angst bekommen. Und wenn der Arzt selber auch mehr Angst vor einem Virus hat, ja, also sind da dann gefährlichkeitsüberschätzende Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer. Und hier im Falle der Bausituation haben wir Gefährlichkeitsunterschätzungen als vorteilbringende Irrtümer, die dem Verkaufserfolg und dem Geschäftserfolg förderlich sind, sozusagen. Und sind aber all diese vorteilbringenden Irrtümer immer für uns alle schädlich und ruinös, ja, und führen zu viel Leiden und zu viel Tod. Ja, gut. Dann haben wir sozusagen. Ja, eine gute Nachricht. Ich habe es zum ersten Mal geschafft. Ich bin ja gerade mit unserer sensationellen Tresor-Einwurfmethode. Ich gehe gerade mal drauf hin. Wo ist es denn? Wo könnte ich es denn finden? Ich glaube, ich könnte es hier finden. Ah, wo ist es? Na? Da ist es doch. Hier haben wir also, Sie googeln nach, Sie googeln nach Weltrat der Weisen Forum, also vier Worte, Weltrat der Weisen Forum, so wird das geschrieben. Dann sehen Sie vor sich hier viele Forumsabteilung und eine heißt hier, wo ist es, Gesundheitstipps und Neues. Da gehen Sie gleich auf den ersten Beitrag. Der wird immer wieder angepasst auf den neuesten Stand. Und gestern habe ich es geschafft, wirklich nur eine Packung Paprika, 500 Gramm Spitzpaprika zu kaufen, sonst nichts. Hab mir daraus mit den Ölen und den Nahrungsergänzungsmitteln und mit frischem, das Einzige, was ich noch gekauft hatte, war frischer Ingwer bei Alnatura. Und damit denke ich, werde ich es heute geschafft haben, wieder ein paar hundert Gramm abzunehmen, sozusagen. Denn ich bin noch lange nicht am Ziel, ich bin noch lange nicht unter 94 cm Bauchumfang, sozusagen. Aber sozusagen nach dem Totalfasten, ich bin ja jetzt runter von 82 Kilo auf 72 ungefähr. Heute Morgen hatte ich schon 71 Kilo. Also es funktioniert. Man muss nur es schaffen, mit den,
Ja, am besten nimmt man nur vier, also ich habe ja gesagt, 5 Euro Schein pro Tag. Am besten nimmt man nur 4 oder 3 Euro pro Tag, ja, mit. Und davon muss man sich zwingen, nur eine einzige Sache zu kaufen. Sonst nimmt man wieder zu, sobald sie zwei Sachen kaufen. Hätte ich jetzt neben dieser einen Packung Spitzpaprika und dem ja nicht sehr kalorienlastigen frischen Ingwer, und Kurkuma dürfte auch nicht so viel Kalorien haben und so weiter. Hätte ich da noch was Zweites gekauft, hätte ich jetzt wahrscheinlich wieder ein paar hundert Gramm mehr auf der Waage. Und ich habe ja noch etliche Kilo vor mir. Ja, auch wenn die Leute irrtümlich sagen, ich sei ja schon so schlank. Es zählt nur der Bauchumfang. Es zählt nur die Bauchvorwölbung. Alle anderen Maße gelten nicht. Und wenn bei langen Leuten man das nicht so sieht, ja, dann ist das kein Problem. Und hier, also hier, da beginnt es gleich ziemlich vorne. Die Tresor mit Einfuhr. Methode. Also ich habe dann gestern wieder alles Restgeld in den Tresor reingeworfen, das Geld war weg und so gern ich auch noch vielleicht was gegessen hätte, ich konnte nicht, ich hatte keine Geldkarte mehr, das Kleingeld war weg und ja und so jeden Tag immer nur 5, 4, 3, 2 Euro damit einkaufen gehen, eine Kleinigkeit, einen Kohlrabi, eine Packung Spritzpaprika, drei Möhren oder so, ja. Und dann nehmen sie zuverlässig ab, ohne ganz schwach zu werden, dann weiterhin, weil sie immer ein bisschen was im Bauch haben. Machen sie es so, dass sie vielleicht pro Tag 200 Gramm abnehmen und und immer wieder mal die Bauchvorwölbung beobachten und mal wieder messen, ob sie als Frau unter 80 Zentimeter sind oder als Mann unter 94 Zentimeter sind und vergessen sie alles andere. Alles andere ist Lug und Trug. Vorher sind sie krankhaft fettsüchtig, sind sie im Krankheitsförderungsbereich. Seien sie ehrlich mit sich. Unsere Gesellschaft hat, das sind wir wieder bei den vorteilbringenden Irrtümern. Ja, wir die Leute, die uns sagen, hier, die Wahrheit ist, ihr müsst unter Männer unter 94 Zentimeter keine Bauchvorwölbung, Frauen unter 80 Zentimeter keine Bauchvorwölbung, alles andere ist krank, ja? Das sind die Wahrheitssager. Die machen aber kein Geschäft in unserer Kultur. Jetzt kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, muss es zu Leuten kommen, die sich irren und ihre Irrtümer auch glauben und die sagen, ach nein, so ein bisschen was zu zulegen zu haben, ist doch gut und bisschen, ach ja, ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel und so weiter und ja, und das bisschen Übergewicht, das schadet doch niemandem und das ist doch eher gesund und so weiter. Und die glauben das wirklich. Ja, und dieser Irrtum erweist sich als vorteilbringend, denn solche dann konsumieren die Leute entweder bei den Händlern mehr Produkte und essen mehr und verbrauchen dann auch mehr, denn wer viel isst, der hat auch dann einen höheren Grundumsatz und ist nicht auf Sparsamkeitsmodus geschaltet, sondern braucht wirklich dann insgesamt mehr, weil der Körper eben noch nicht auf sparsamen Modus umgestellt ist und dadurch haben die mehr Profit sozusagen und die Ärzte haben mehr Profit, weil die Leute häufiger krank werden und dadurch können die, die sich irren mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, wieder mehr Kinder hinterlassen und ihre Irrtümer breiten sich mit ihren Kindern, aber auch sonst in der Fachwelt aus, weil sie ja sich als profitabel erwiesen haben und als Erfolgsmodell erwiesen haben, sozusagen. Ja? Also, insofern müssen wir ganz klar sein, glauben Sie nicht an den Weihnachtsmann, seien Sie ehrlich mit sich, solange Sie eine Bauchvorwölbung haben und über 94 beziehungsweise 80 Zentimeter sind, sind Sie auf dem Weg in die Krankheit. Punkt. Ne? Und alles andere sind vorteilbringende Irrtümer von Leuten, die gerne an ihrer Krankheit und an ihrem Krankwerden und an ihrem übermäßigen Konsumieren und Kaufen und ihrer übermäßigen Essbedarf sozusagen Interesse haben, die also gar kein Interesse ha daran haben, dass ihr Grundumsatz sinkt sozusagen. Und das ist das Dilemma. Und wie gesagt, hier gilt jetzt nur noch eins. Wenn wir wirklich alles so haben wollen, dass es uns ganz leicht fällt, gesund zu leben,
dann heißt es jetzt nicht nur Professor Homburg und Hockerts und Dr. Köhnlein, wir müssen alle alles tun, wir 2020 so zu unterstützen, dass Bodo Schiffmann Spitzenkandidat wird und dass wir dann von den 56% möglichen Prozent der Reformen durch die Reformenpalette der Next Scientists for Future.de, alles ein Wort, dass wir dann wenigstens davon 15% realisieren, indem jeder Internetfernsehsender ständig redet mit den mit Wir 2020, idealerweise mit Bodo Schiffmann, mit einem Vertreter der Next Scientists for Future. Und da dann redet über die zukünftige Reformierung Deutschlands und warum alle bei der Bundestagswahl alle nur ihre Stimme geben müssen und sollten, weil es unsere einzige Chance ist und dass es keinen Sinn macht, mehr andere unsinnige Parteien zu wählen oder irgendwas anderes zu machen. Ich fordere nochmal die Basispartei auf, stellt euren Sache ein und konzentriert alle eure Energien auf die Unterstützung von Wir 2020, denn eure Partei nimmt am Ende nur Stimmen weg und hat null Chance. Sie hat null Chance, sie hat keine prominente Persönlichkeit und damit ist sie chancenlos. Tschüssi, bis bald.